Hallo Jönsschen und willkommen zur 11. Folge unserer NHL 24 Beer Pro Karriere. Heute stehen ganze 6 Spiele in 2 Wochen auf dem Programm. Rein geht es gegen die Buffalo Sabres. Alles Auswärtsspiele heute, by the way. Also ja, mal gucken, wie da so die Siegchancen heute stehen. Gegen Buffalo gehen wir in die Simulation. Ich hatte ja angesagt, dass wir wahrscheinlich das Spiel gegen Edmonton im 3D spielen. Je nachdem, wenn vorher eben keine Herausforderung kommt. Einfach weil Edmonton bei uns aus der Division ist. Ja, dann würde ich sagen, starten wir die Simulation. Weiter geht's und wir gucken, was passiert. Erstes Drittel vorbei, 0 zu 1 der Rückstand. Ja, 0 zu 2 wird auch nicht besser. Und am Ende ist es ein 1 zu 3. Sprunch trifft nochmal. Trotzdem schade und die erste Niederlage. Ja, ich habe mir das schon gedacht, dass das heute ein bisschen schwieriger werden wird. Einfach wegen den ganzen Auswärtsspielen. Und vielleicht können wir uns jetzt ja beraten mit unserem Teamkollegen McCann. Was hat er zu sagen? So einen freien Tag in New York muss man nutzen. Ja, auf jeden Fall, da hat man ja richtig was zu tun. Du heute Abend, ach so, hast du heute Abend Lust auf ein Jazzkonzert? Ach komm, Alter, nee. Also, sind nicht mein Ding. Danke für die Einladung. Ich werde mich auf das nächste Spiel vorbereiten, ausruhen, wie auch immer. Wenn das Team Erfolg haben soll, braucht es dich auf dem Eis richtig. Und ich habe auch keine Lust irgendwie. Ich lasse es ruhig angehen, ne? Ich will das Team nicht enttäuschen. Genau, nicht Jazz hören. What the fuck? Ich bin Eishockey-Profi. Ich brauche kein Jazz. Dann hoffe ich mal, dass wir jetzt frisch ausgeruht sind und gegen die Washington Capitals also bestehen werden. 0 zu 0 weiterhin. 1 zu 0 die Führung durch Strawberry Junior. Das wäre nicht passiert, wenn er einen Abend vorher noch Jazz gehört hätte. Ganz, ganz klar. Ja, und dann das dritte Drittel führt leider zum Ausgleich. Wir haben Overtime. Ich möchte jetzt in dieser Overtime nicht reingehen. Und wir gewinnen. Also Binias schafft es auch so. Sehr gut. Seattle gewinnt mit 2 zu 1. Nächstes Auswärtsspiel in Columbus bei den Blue Jackets. Rein geht's. 0 zu 1 der Rückstand. Die nächsten 20 Minuten. Oh, die machen es überhaupt nicht besser. 1 zu 4. Der Rückstand hier. Strawberry immerhin mit einem Treffer. Kann es am Ende aber auch nicht richten. Hat noch einen nachgelegt, 4 zu 6, knapp verloren. Ja, Perry hat da 9 Minuten 50 vorm Ende circa dann doch wieder recht entspannt alles klar gemacht. Ja, es führt dazu, dass wir jetzt 3 Punkte hinter den Calgary Flames zurück sind. So, nochmal. Ja, ein Spiel haben wir weniger, 3 Punkte Rückstand gegenüber den Flames. Die haben einfach eine ganze Menge mehr Overtime-Niederlagen geholt. Also immerhin noch irgendwie in Overtime gekommen. Wir haben glatte Niederlagen geholt. Das kostet dann natürlich im Endeffekt diese Punkte. Und die Chance eben jetzt, das eine Spiel in Pittsburgh, das wir jetzt noch nachholen können. Ja, vielleicht bringt uns das wieder ein bisschen heran, wenn wir hier gewinnen. Eine Herausforderung gibt es nicht für dieses Spiel. Also ist die Herausforderung weiterhin, um die Führung in der Division, um persönliche Tore zu kämpfen, die wir auch tatsächlich bräuchten, denn 0 zu 2 liegen wir zurück. 1 zu 3 Strawberry wieder mit einem Treffer. Also wir sind wirklich gut dabei, selbst in der Simulation. Ja, und dann McCann nochmal mit einem Unterzahltor. Allerdings, ja, die nächste Niederlage, nicht einmal Overtime-Niederlage. 2 zu 3 nach regulärer Spielzeit. Ja, und da kam auch nichts Besonderes zu dem New York Rangers-Spiel, also die nächste Simulation. Da ist das Besondere dann eher auf dem Eis zu finden. 20 Minuten haben wir genutzt für 3 Tore. Können wir so weitermachen? 3 zu 1, ja, zumindest unter Kontrolle gehalten. Und am Ende gewinnen wir mit 4 zu 3. Aber auch nur, weil Gaudet am Anfang des Drittels schon getroffen hat. Danach 2 Tore der Rangers. Also das hätte auch nochmal richtig eng werden können. Immerhin ein weiterer Sieg in der Regular Season. Und wir gehen rein ab nach Kanada zu den Edmonton Oilers, den Nachbarn von unseren aktuellen Division-Führenden, den Calgary Flames. Die sind ja wirklich sehr nah beieinander, die beiden Städte, Orte. Ja, Städte schon eher. Aber vielleicht, wer weiß, bei den Größen, die da haben in Nordamerika. Da weißt du auch nicht, ne? Nordamerika, Kanada, wie auch immer man es jetzt betiteln will. Ja, da ist ja einiges ein bisschen größer, allerdings ja auch eine Menge leere Fläche, ne? Ja, interessanter Ausflug in die Geografie des nordamerikanischen Kontinents. Jetzt spiel lieber Eishockey hier, denken sich die Leute schon. Ja, das wollen wir auch machen. Denn gegen die Oilers zu bestehen, die haben einen sehr starken Angriff. Dreisaitl da zum Beispiel, den kennen wir ja. Das musst du auch erstmal schaffen, dass du da mit einer guten Defensive rausgehst. Oh, offensive Puckeroberung hier von uns. Da haben wir zweimal gut reingecheckt. Vielleicht können wir das irgendwie nutzen. Ja, wir werden auch direkt angegangen. Danke dafür. Okay, trotzdem gute Eroberung wieder. Ja, und nur damit ich ihn dann wieder verliere. Und wieder erober. Und wieder ver. Mein Gott, muss das sein. So ein Bockmist aber auch. Och nö.
Was war das denn, ey? Er hat dreimal die Scheibe gehabt, dreimal gelostet, ey. Ja, danke schön. Danke für nichts, Alter. Okay, wir werden wieder raufgebracht aufs Eis, obwohl wir kaum Ausdauer haben. Ja, um den völligen Druck gerade der Edmonton Oilers zu verteidigen. Das war relativ knapp. Und die Führung der Oilers 1-0 nach knapp 10 Minuten. Und es war natürlich ausgesprochen gerade Leon Draisaitl mit dem Treffer. Wir kommen jetzt immerhin rein ins Powerplay. Lässt sich da was draus machen? Nein, wenn man so passt, lässt sich da überhaupt nichts draus machen. Hinten rüber, auch das geht irgendwie an. Zweimal geblockt von den Verteidigern und Picard, der Goalie der Oilers, ist am Start. Eine Sekunde Powerplay, die ist wichtig, damit wir quasi die Überzahl jetzt noch für diesen Angriff haben. Schnell abziehen, Stockhandparade und noch eine Parade von Picard. Starker Mann da hinten. Unser nächster Einsatz beginnt. 4 Minuten 20 noch auf der Uhr. Guter Pass. Viel Tempo, viel Momentum drin. In dem Moment leider etwas ins Stolpern geraten. Kamen wir nicht durch. Und müssen erstmal schauen, dass wir da hinten das alles verteidigt kriegen. Komm, entlang der Bande. Gehst du einfach mal durch. Ein bisschen behauptet mit Ellbogen. Ja, okay, come on, Alter. Come on. Und dann checkt er uns einfach völlig um. Er kriegt dafür auch erstmal eine Respektschelle zurück. Ach komm, und wir eine Strafe. Ja, okay. Weil Herr Eder natürlich wieder seine Unsportlichkeit hier nicht im Zaun halten kann. Ja, Mann, ich war auch wirklich ein bisschen gefrustet über die Aktion, die der Kollege da gebracht hat. Dann eben hingegangen, ihm kleinen Klaps draufgegeben, ist dann wieder die Unsportlichkeit, kann man so sehen. Ja, danke für nichts, Alter, aber wo hältst du hier dein Schild hin? Ja, 2 Minuten also. Die Überzahl der Oilers, die wir hier eingeleitet haben, lassen unser Team also auch ein bisschen im Stich damit. Und damit endet auch schon das erste Drittel 0 zu 1 der Rückstand. Wir wollen weiterhin drauf aufbauen. Also jetzt auf jeden Fall mal zeitnah den Anschlusstreffer erzielen. 40 Minuten haben wir noch, 2 Drittel noch vor unserer Brust. Ja, ich weiß nicht, ob so eine Strafe da, Unsportlichkeit, ob das unnötig ist, brauchen wir eigentlich nicht drüber reden, ne? Aber ich meine, klar, wenn du da abgefuckt, abgenervt bist in dem Moment, Entschuldigung YouTube, dann was willst du machen, ne? Übrigens gerade parallel die nächste Strafe dazu. Ja, da hat sich dann jetzt also an beiden Stellen eingehandelt. McDavid jetzt auf dem linken Flügel der Oilers rüber zu Draisaitl seinem Sturmpartner. Ja, so stellen die beiden sich das vor und dann steht Draisaitl perfekt im Schuss. Oh Mann, ey. Was ein Tor, 2-0 die Oilers. Eieiei. Eieieiei. Ja, da rutscht die Scheibe nach hinten raus. Sah eigentlich schon gut aus. Der Schuss völlig ungefährlich eigentlich. Ja, und dann lass uns gleich mal drauf gucken, was macht Draisaitl denn da im Endeffekt. Also er hält zwar seinen Schläger hin, aber auch aus einem sehr spitzen Winkel. Starke Kontrolle von ihm, muss man einfach so sagen. Ja, und sein zweites Tor heute. Ja, hier fährt Draisaitl noch ein, wird gestoppt. Die Scheibe rutscht eigentlich nach hinten raus, beziehungsweise wird sogar getragen. Und Nurse dann mit dem Schuss. Ja, da ist doch eigentlich genug Verteidigung dazwischen. Und dann hinter dem Verteidiger zieht Draisaitl genau den Schläger raus. Ich möchte gerade mal gucken, der wäre deutlich daneben gegangen, ne? Also so aus dem Winkel, da sieht man, ja, der wäre deutlich daneben gegangen. Oh, und Draisaitl mit dem perfekten Kontakt wischt so ein bisschen über die Scheibe und er geht sogar mit Pfosten rein. Also ja, da sieht man nochmal unglaublich knapp, unglaublich, aber auch schönes Tor von Draisaitl, muss man tatsächlich dann auch dazu sagen. Boah, schöner Scheck, ihn richtig gut abgeräumt und Kontersituation für die Kraken. Macht was draus, oh, gut gemacht. Den Puck nach hinten ein bisschen abgeschirmt. Kann man auch mal so machen. Checks gesamt 10 Stück. Oilers hier richtig ag aggressiv drin. Hielmann jetzt auf dem linken Flügel, will natürlich seinen Abspieler finden. Wir legen uns gut rein. Trotzdem Verwirrung bis zum Pad-Save unseres Goalies. Tore auf beiden Seiten. 1 zu 3 der Rückstand. Und wir werden eingewechselt. Der Coach kommt nochmal auf uns zu. Eder, wir können keinen anhaltenden Druck aufbauen. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Wir spielen nicht klar genug. Das ist einfach ganz eindeutig das Problem. Ein Tor kann alles ändern und wir werden uns darum kümmern. Let's go. Oh, nice Aktion. Wir gehen gut rein. Und jetzt rüber auf die Nummer 91. Das ist Bronsch. Der steht da. Und das ist der nächste Treffer. Schön auf ihn rüber assistiert zum Tor.
Ja, ein bisschen Gestocher war dabei, aber dann ging es auch mal ganz schnell im Umschalten der Seattle Kraken ab nach vorne, rüber auf ihn. Im zweiten, dritten Versuch, der Goalie hatte da auch noch seinen Schläger drin. Ja, da sehen wir es nochmal. Gaudet geht durch, wir werden angegangen und die Scheibe findet seinen Weg rüber aufs Brunch, wie es sein soll. D+, danke schön für den D+. War ja nur ein Assist, ne, aber. Und ich muss euch sagen, die Fans gerade, die sind richtig heiß. Also ich musste schon das Headset leiser schalten, weil mein Ohr schon fast wehtat. Also die haben richtig Bock hier auf beiden Seiten, hier richtig Feuerwerk abzuzünden. Das war hoffentlich keine Strafe. Hart reingegangen, wir gehen nochmal hart rein. Boah, gegen alle setzt sich Strawberry durch. Doch ein Foul? Was war das denn, Alter? War das eine doppelte Ghetto-Faust oder was? Nein, hängen geblieben. Ich bin hängen geblieben. Nein, das ist genau die falsche Entwicklung, Leute. 2, 4, 5 Minuten 30 noch. Wie sollen wir das jetzt schaffen? Zwei Tore Rückstand. Und die Oilers, die haben heute so eine krasse Defensive. Die zwei Tore, die waren schon erzwungen, wie nichts Gutes. Und das war's dann auch. Das ist die Entscheidung. Ja, komm, aber bei 5 Gegentoren, da brauchst du dich auch nicht drauf, nicht aufregen, dass wir als Offensive versagt hätten. Also wenn du 5 Gegentore dir reinballerst, dann weiß ich ja auch nicht. Eberle wurde ein bisschen festgehalten, deswegen leider keine Gefahr in dieser Situation. Was macht ihr da? Okay, nächste Aktion. Jetzt spielt es auch fast keine Rolle mehr. Ja, Mann! Eberle nochmal schön erobert vorher. Und dann haben wir da ein kleines Tarenzchen drum gemacht ins Tor. Ja, wurde intercepted vom Goalie mit dem Schläger, meine ich. Und dann steht Eberle halt eben da. Ja, gut, das Tor war dann frei. Ja, wir haben trotzdem keine Chance. Zwei Tore Rückstand noch auf 20 Sekunden. Das wird leider nichts. Ja, ich hoffe trotzdem, dieses köstliche Eishockeyspiel hat euch entertained, hat euch gefallen. Ja, war spannend, denke ich mal, ein Stück weit über die ganze Partie. Am Ende ging es ein bisschen auseinander mit den drei Toren Führung, Alter. Ja, und es war auch hitzig, auf jeden Fall. Also ganz, ganz viele Checks, die hier heute gefallen sind. 19 Stück auf unserer Seite. Und ja, die Oilers hatten ja schon zur Halbzeit 10. Also das war auch echt intensiv. Ja, es war nicht unser bestes Spiel, definitiv nicht. Gesamt ein D. Ja, vor allem Teamplay war heute nicht unsere Sache. Die Pässe nicht, obwohl das eine eigentlich ein Assist war. Das Spiel sieht das ein bisschen anders leider. Ja, also das mit Sprunch war das, meine ich, was ich gerade ansprechen wollte. Naja, dann gucken wir nochmal eben, wo es dann in der nächsten Folge hingeht, welche Spiele wir da machen werden. 5 Spiele, die also anstehen gegen die Toronto Maple Leafs mitunter. Und ich würde ganz gerne gegen die spielen. Also nächstes kanadisches Duell, also nicht rein kanadisches Duell, aber wieder gegen ein kanadisches Franchise. Und das werden wir also so oder so angehen. Die nächste Partie gegen Toronto wird es wieder im 3D-Game geben. Und dann gucken wir nochmal, je nachdem, ob es irgendwie Aufgaben gibt. Ihr kennt das Spiel. Also den Januar schließen wir ab. Ja, das Ganze dann in Folge 12. Also ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao.